Hey ho, meine Lieben, ich habe mir hier ein paar Black Angus Rindsrouladen organisiert und damit machen wir heute Schichtrouladen. Ob ich jetzt das ganze Paket brauche, glaube ich nicht, kommt in die K4 Form und die schauen wir uns jetzt schnell an, da drüben und die anderen Zutaten und danach gehen wir dann erstmal raus, tun die schön an der Feuerplatte oder auf der Feuerplatte andrutzeln, anbraten. Dann gehen wir wieder rein und schichten unseren Topf oder die K4 Form, weil hierin ist eindeutig kühler. Also Schichtrouladen vom Black Angus. So Leute, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Petersilie, je mehr desto besser. Eine große Gemüsezwiebel, Petersilie und Zwiebel werden gleich klein gehäckselt. Kommen nachher mit raus, die werden schön angebrutzelt. Machen wir gleich in der Schale dann oder auf der Feuerplatte, sehen wir dann. Und ja, was haben wir noch hier? Ein bisschen Tomatenmark, ob ich das heute brauche, weiß ich noch nicht einmal. Dann habe ich hier so eine kleine Packung Mini-Möhren gekauft, damit nicht so viel rumoxidieren nachher hier. An Reis, Gurken, an Rotwein. Ein bisschen an Bacon, an Senf, ja, und Salz und Pfeffer und zuletzt halt die K4 Form. Gut, dann hätte ich jetzt gesagt, wir schnibbeln das Zeug klein, aber vorher schauen wir uns noch schnell die Rouladen an. Na, das sind Lappen. Also ich glaube, da reichen uns 5 Stück oder so. Den Rest lege ich auf die Seite, sprich einvakuumieren, eingefrieren. Und dann, wenn Schatzi wieder zu Hause ist, kriegt die auch noch so einen Topf. Gut. Schnibbeln und dann sehen wir uns auch schon draußen. So Leute, hinten aus der Werkstatt ein riesen Krach. Da habe ich gerade jemanden drin, der macht das an seinem Anhänger, aber egal. Ich habe jetzt hier gleich noch ein bisschen Tomatenmark mit rein und ein bisschen Butter. Das Ganze stellen wir jetzt einfach mit drauf und lassen das etwas mit anschwitzen alles. Hau ab, du blödes Vieh! Boah! Mörderspinnen um mich herum, hey! Also wie gesagt, schön andünsten. Das soll uns auch schon reichen. Zwiebeln glasig angedünstet. Ja, reicht. So, dann kommen wir zu unserem Rouladenpack. Ich habe die Rouladen mittlerweile einmal in der Mitte auseinandergeschnitten. Und so schmeißen wir die jetzt. Na komm her, du Feigling. Eigentlich gerade kurz auf die Platte. Und braten die uns ganz kurz an, bevor wir sie nachher gleich in eine andere Schale reintun. Also das geht rasend schnell. So Leute, hier haben wir jetzt die Rouladen und ob das jetzt, irgendwas fusselt hier hin und her, ob das jetzt wirtschaftlich war, dafür die Feuerplatte anzufeuern, das steht auf einem anderen Blatt, aber das ist mir völlig wurscht, mir hat Spaß gemacht. Gut, und
Ja, unsere Zwiebeln nehmen wir auch mit rein. Und dann geht es drinnen weiter, wenn wir den. Welche Form? K4. Die K4-Form jetzt aufschichten. Und mir läuft schon der Schweiß runter. Ich glaube, ich kotze. Im nächsten Schritt beschichten wir jetzt schnell den Boden von der K4-Form mit ein bisschen Bacon. In jedem anderen Dutch-Ofen, in jedem runden, wäre es jetzt genau dasselbe Spiel. Also wäre jetzt nicht unbedingt nötig, weil wir stellen das Ganze ja nachher auf den Gasgrill. So wie ich es immer mache mit meiner K4-Form. Ich weiß auch nicht, K4-Form, Gasgrill, alle anderen Dutch-Öfen betreibe ich definitiv mit Kohle oder über Feuer. So, das war's schon wieder. Und dann schnappen wir uns jetzt erst einmal die ganzen Fleischlappen. Das Gemüse können wir dabei auch auf die Seite stellen. Schnappen uns die Lappen und tun die alle mal schnell salzen und pfeffern. So, kriege ich sie jetzt noch alle drauf hier. Den Saft auf keinen Fall wegschütten. Den brauchen wir nachher dann gleich noch in die Form mit rein. Nils, ich glaube, ich habe verpfeffert. Nee, Schmarrn. Warum würdest du das nachher nicht vorm anbraten? Damit es nicht verbrennt? Ja, mitunter aber auch. Und so weiß ich jetzt, dass es das Salz und Pfeffer definitiv mit ins Essen reinkommt. Genau. Und sich nicht auf der Feuerplatte verflüchtigt. Liebe Nils. Schnell die Gurken schneiden, weil das haben wir jetzt irgendwie komplett vergessen. Und während der Nils da drüben die Gurken schneidet, werde ich jetzt die ganzen Rouladen hier einmal einsämpfen. Hätten wir auch jetzt dann im Topf machen können, aber was erledigt ist, ist erledigt. Hier an mit den Rouladen zum Nei fabrizieren. So. Dann fangen wir hier mal an mit ein paar Gürkchen. Eine Scheibe Bacon legen wir rein. Dann muss ich schauen, dass ich den Reis hier aufkriege. Also das mit dem Reis ist wieder so eine Sache von mir. Ich mag das sehr gerne, habe ich damals auch, ich glaube das war Video Nummer 90, habe ich das auch schon gesagt. Ich finde das einfach klasse. So, noch ein bisschen was von der Masse hier. Brauche ich jetzt was zum halbwegs sauber verteilen. Ich glaube, auf die anderen verteile ich die Masse gleich, weil die habe ich jetzt total vergessen gehabt. So, das mache ich jetzt noch schnell. Ja, im Eifer des Gefechts vergisst man halt ab und zu mal was. Wie zum Beispiel Käse auf Burgern oder sonstiges. Naja, Leute, ihr kennt mich ja. Aber das ist jetzt alles kein Beinbruch. Damit können wir leben. Naja, gut. Ich glaube, 4 Scheiben Bacon pro Lage können wir reinwuchten. Das können wir alle verkraften. Und dann kommen die nächsten Lappen rein. Jetzt schon schön mit der Zwiebelmasse drauf. Ja, geil. So. Und gleich wieder hauen wir jetzt gleich den Reis drauf. Ich muss mir bloß zwischendrin die Finger abputzen. Dann eine Ladung Gurken wieder.
was ich jetzt dann gleich noch machen muss. Ich muss die Möhrchen, die tun wir auch etwas kleiner machen oder möglichst klein machen, damit wir das dann ja oben mit drüber verteilen, so sozusagen mit in die Soße rein. Dann wieder Bacon. Drei Scheiben reichen eigentlich. Oder 2,5. Jo, dann können wir schon die nächste Fleischschicht reinlagern. Und so machen wir das jetzt noch mindestens 1, 2, 3 Mal, bis unsere ganzen Rouladen halt verbraucht sind. Auf die letzte Lage haue ich nur noch ein Bacon drauf. Und dann wären wir mit der Schichterei auch schon soweit fertig. Und jetzt kümmern wir uns dann um das Soßen, um die Soße. Und da habe ich jetzt gerade noch eine kleine Idee bekommen. Moment. Ich bastel mir meine Soße, was jetzt gleich da drüber kommt, einfach schnell im Thermi. Ich habe hier jetzt erstmal ein paar Möhren rein. Füllen wir mal 2 Gurken raus. 2 Gurken. Moment, ich glaube, ich habe noch irgendwo eine Schalotte. Jupp, Schalotte. Und dann können wir schon den Deckel draufsetzen. Vielleicht unten noch das Tuch rausnehmen. So. Dann schalte ich das Ding jetzt einfach mal hardcore-mäßig kurz ein. Ja, unten ist aber noch nicht alles ganz klein. Mache ich jetzt noch mal und dann kommt die Brühe hinzu. So Leute, jetzt passt. Dann tun wir einen Schluckel Rotwein rein. Sollte reichen. Den Fleischsaft. Noch ein bisschen Wasser. Das Ganze gleich noch ein bisschen pfeffern und salzen. Wo ist mein Salz hin? Und dann verquirl ich das Ganze gleich noch mal und dann können wir das ja auf das Fleisch drüber schütten und dann haben wir unser Süßchen gleich fertig. Ja, fertig ist unser Süßchen sozusagen. Rauskommen hier. Ja gut, ein bisschen mit Wasser tue ich es jetzt noch angießen und dann ist aber definitiv gut. Und dann können wir auch schon gleich rausgehen am Grill. So. Und wieder mal alles prima frei Schnauze gemacht. Leichter Hintergedanke war zwar mein Video, 90a müsste es gewesen sein, wo ich damals die Rouladen gedopft habe. Da kommt der David mit seiner Karre und ja, das stellen wir jetzt auf den Grill und dann geht es weiter mit dem Grillkoter Video, genau, da bin ich ja auch gerade dabei. So Leute, irgendeiner jetzt mal den Deckel lüpfen. Nils oder David? David war schneller.
da stellen wir jetzt das Ganze ja, drauf. Ja, so bei 200 Grad, so 2 Stunden vielleicht. Und dann schauen wir, ob es fertig ist. Boah, also der Duft, was hier herrscht, ist schon mal unbeschreiblich. Es waren jetzt wirklich exakt 2 Stunden. Und jetzt nehmen wir das Ganze erst einmal runter und gucken, ob das soweit gut ist. Bei 210, 220 Grad Wasser drauf. Sind jetzt auch sehr gespannt. Noch haben wir den Deckel gar nicht offen gehabt. Tada! Hey, wo ist die Flüssigkeit hin? War wohl doch etwas viel Reis. Schauen wir mal. Ansonsten füllen wir noch ein bisschen Flüssigkeit nach. Einfach mal ausprobieren. So Leute, also wie gesagt, ein bisschen mehr Flüssigkeit hätte sein können, aber ich habe auch viel Reis rein. Da haben wir gleichzeitig unsere Beilage. Und wir probieren jetzt einfach mal. Hätte definitiv mehr Flüssigkeit reingehört. Aber so schon lecker. Jetzt bräuchte man wirklich noch ein Süßchen dazu, verdammt. Ja. Ich habe es halt doch wieder mit dem Reis etwas übertrieben. Ja Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Also den hier haben wir definitiv nicht gebraucht und kann ich gleich wieder wegräumen. Ich habe eindeutig zu viel Reis erwischt. Mit weniger Reis ja, hätte man dann auch noch ein bisschen Süßchen gehabt und es wäre vielleicht nicht ganz so trocken gewesen. Aber eine gute Barbecue-Soße dazu hat wunderbar gepasst. Nies, herkommen! Ja, wenn ich schon Besuch da habe, dann darf der auch vor die Camp. Moin! Na, also mir hat super geschmeckt, war ein bisschen wenig Soße. Sprich in die Camp, ich hol gleich was. Aber trotzdem super lecker, hat super Spaß gemacht mit dem Grill-Junkie mal was zusammen zu machen. Und ja, dann schauen wir mal. Ja, und du bist jetzt die Nummer 2, wo hier drauf unterschreiben darf. Hey. Du hast hier mitgegrillt. Bitte kleinschreiben, dass noch viele Leute drauf passen. Ja. Ich sammle Unterschriften neuerdings. Gut Leute, das war's dann mit diesem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten. Ciao. Ciao.